Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und da drüben sieht man schon wieder zwei Leute, die gucken uns irgendwie an, glaube ich. Und schwanken im Gleichschritt. Obwohl im Schritt schwankt man selten. Aber im gleichen Takt. Naja, wir aktivieren jetzt mal hier das Schlüsselloch mit der Klaue, die wir zuletzt bekommen hatten. Na Leute, möchtet ihr vielleicht Bekanntschaft mit dem machen? Nein, der eine anscheinend nicht, der ist nämlich schon gestorben. Und der geht jetzt auch drauf. Und fliegt dabei noch wunderbar nach hinten. Ja, wir sind immer noch in Vollguntur. Wollen da vielleicht mal den hier besiegen. Und wollen uns eigentlich um Gauldos Amulett kümmern. Jedenfalls wurde das hier ja anscheinend in drei Teile zerteilt. Und an drei verschiedenen Orten dann versteckt. Und irgendwer hat gerade eine Falle ausgelöst. Das fand ich nicht nett. Ich glaube, wir durchsuchen die Truhe einfach. Ich verzichte jetzt einfach mal so als Magier, der sich nicht gerne mit Dietrichen beschäftigt, auf das Knacken von dem Fallenauslöser. Mache das Ding auf, nehme Zeugs raus und renne hier schnell weg. Wow, das hat sogar funktioniert. Irgendwie verwunderlich. So. Hier sieht es mir irgendwie auch schon wieder so aus, als ob hier was rauskommen würde. Aber anscheinend ist dem nicht so. Schade, war irgendwie verdächtig. Ja, und der kann hier gleich liegen bleiben. Gleiches gilt eigentlich für den. Mit dem muss man gar nicht rumspielen, Chisago. Hier sind Hebel und Türen. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, dass ich einfach jeden Hebel einmal drücke, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich muss jetzt eigentlich nur noch den Hebel, den muss ich wieder ändern. Ja, ausgezeichnet, weil der nämlich nur das Tor verändert hatte. Wunderbar, das heißt, wir kommen weiter in einen ziemlich verschütteten Teil, der sich auch noch mehr verschüttet. Ja, und der ruhelose Droger, der wird davon auch mal ein bisschen begraben. Und natürlich von dem Feuer, das wir hier so ein bisschen rausgeben. Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich eigentlich ganz kurz noch heilen. Heilen, anschließend mal gucken. Vielleicht eine Seelenfalle. Auf den auch. Das Einzige, was da noch bleibt, ist mal eben Schild zaubern. Und ja, die werden schon alle fertig gemacht. Obwohl alle nicht so ganz. Ja, ich muss ganz kurz weg. Aber schön, dass sich die Beschwörung verbessert hat. So, das war's für den. Ich darf jetzt nicht Chisago treffen. Und da haben wir auch wieder eine neue Seele bekommen. Oh, da ist wer, glaube ich. Fürchte ich. Da kommen nämlich so Esssplitter aus der Wand. Aber gut, anscheinend kommen wir da erstmal nicht weiter. Was steht denn hier? Schlange, Fisch, Adler. Schlange, Fisch, Adler und hier ist nichts. Ach, hier unten gibt es noch einen Hebel. Der macht wahrscheinlich hier die Tür auf. Ich sollte vielleicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe irgendwie gerade Probleme mit den Nummerntasten. Oh, eventuell brauche ich für den nochmal so ein Schild. Und eine Seelenfalle. Soll ja alles sehr unterstützend wirken. Oh, und jetzt muss ich das ja einstellen. Auf was stand das? Eine Schlange, Fisch und ein Adler, oder? Schlange, Fisch und Adler. Ich gucke jetzt lieber nochmal nach, bevor ich hier irgendwie was drücke. Ach, ich komme jetzt gar nicht rein. Schlange, Fisch und ein Adler. Sonst kann ich auch einfach darauf vertrauen, dass das jetzt richtig ist. Und irgendwo einen Schalter drücken. Frage ist halt nur, wo? Eventuell hier im Hauptraum, bei dieser Kette vielleicht. Ah ja, es stimmt da anscheinend, sonst wäre das hier nicht aufgegangen. Oder es ist das Tor zur Hölle oder sowas. Man weiß es nicht. Moment, sind wir nicht hergekommen? Ne, hier sind wir nicht hergekommen. Sieht man auch daran, dass hier noch Frostbissspinnen sind. Die jetzt mal eben alle draufgehen werden. Alle ausnahmslos und nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal die Seele natürlich. Wir wollen nur deine Seele. Besten Dank.
So, ist eigentlich Shizaru mitgekommen? Ne, genauso wenig wie der Feueratronarch. Okay, es gibt gerade Stress, sehe ich. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Stress. Ach, verflucht, ich habe echt Probleme mit den Tasten gerade. Vielleicht sollte ich mir die auch einfach mal umbelegen. Ja, der geht auch nach einem Schlag drauf. Wir heilen uns dann in der Zwischenscheid. Zwischenscheid mal eben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Radius von dem Feuerzauber hier, der ist schon ziemlich gut. Das muss man ja mal sagen. Ich meine, selbst der Droger wird davon jetzt angegriffen. Und ich muss mal ganz kurz jetzt hier Abstand halten. Oh, leichte Rüstung hat sich verbessert. Damit tragen wir die nur am Kopf jetzt. Weil wir da ja was Schönes gefunden hatten, was die Magika-Regeneration erhöht hat. So, Eisentür auf. Shizaru kommt rein. Also das mit der erhöhten Magika-Regeneration merkt man aber auch deutlich. So, jetzt ganz kurz, wie muss ich das hier machen? Es steht doch normalerweise auf diesen Klauen. Adler, Adler, Drache. Ich hoffe nur, es gibt hier auch überall Adler und Drache. Aber Adler gibt es schon mal. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch den Drachen. Ja, da haben wir ihn schon. Wunderbar und ausgezeichnet. Vielleicht nebenbei hier beschwören wir nochmal was. Vielleicht nutzen wir auch nochmal einen Schildzauber. Und vielleicht gehen wir dann in die Krypta hinein. Die wird bestimmt auch nochmal ein bisschen gefährlich werden. Ich meine, ist immerhin eine Krypta. Oh. Und die sieht groß aus. Vielleicht treffen wir hier schon dann auf denjenigen, der das Amulett beschützt. Wird ja immerhin alles bewacht. Ah, machen wir das Ding vielleicht vorher nochmal an. Ja, da sagst du was, Shizaru. Da sagst du was. Okay, anscheinend steht nicht nur der auf, sondern auch noch so ein paar Sklaven außenrum. Na komm, nehmen wir nochmal die Seele mit. Aber die Sklaven dürften ja eigentlich kein Problem sein. Wir dürfen ja nur eigentlich an uns ranlassen. Galdoson, ja, der ist vielleicht schon ein größeres Kaliber. Aber ich glaube auch nicht so ganz. Reicht auf jeden Fall, damit er mir die Seele gibt. Oh. Da habe ich gerade Shizaru getroffen. So, ganz kurz hochheilen. Ein bisschen Schaden haben wir ja genommen und wir halten nicht viel aus. Und dann gucken wir mal, was der dabei hat. Der hat eine goldene Schwarzklinge, die nehme ich mal mit. Versiegelungsformel, was steht da drauf? Gebunden seid hier, Mikrol, Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen dein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie, unserem Schutzzauber weich. Das ist doch mal Poesie. Und wir haben ein Fragment von Goldus Amulett jetzt bekommen. Da haben wir ja schon eins von. Jetzt haben wir Magika und das Gesundheitsteil. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch einen Ausdauerteil und dann sind wir glücklich. So, das war's hier, glaube ich. Das war der letzte. Das heißt, wir könnten eventuell mal gucken, wo wir jetzt hier weiterkommen. Wahrscheinlich mit so einem Schlüsselloch hier. Obwohl, das bringt mir hier herzlich wenig, glaube ich. Wenn man das nur hier die Speere öffnet. Naja, das bringt nicht viel. Hier vielleicht schon mehr. Und ja, hier bringt es mehr. Vielleicht gibt es auch noch ein Wort der Macht hier. Ja, natürlich gibt es hier noch ein Wort der Macht. Ausgezeichnet. Wort der Macht lernt Kälte, Frostatem. Haben wir da eigentlich noch eine Seele für eventuell? Ja, haben wir leider nicht. Sonst könnte man den gleich schon mal aufwerten. Rolle des Berufs für Waffen nehmen wir mal mit. Die nehmen wir auch mit. Nehmen wir am besten alles mit. Alles wertvoll. Ja, auch die Plattenhandschuhe. Und dann geht's auf nach draußen wieder. Oder erstmal geht's noch zurück nach Folguntur. Also zur eigentlichen Ruine. Aus der Krypta raus quasi. Und es ist irgendwie ganz schön dunkel hier. Ah, so fühlen sich also Droger normalerweise. Die brechen da einfach mal so ein Stückchen Wand raus.
So, alles klar, Rückweg geht dann ja schnell. Das ist ja häufig bei Skyrim so. Und hier ist eine Falle, die löse ich jetzt aus, aber es ist ja egal. Was hier noch für eine Frage bliebe, was ist denn hier? Kann ich das jetzt noch öffnen? Jetzt kann ich das selbstverständlich öffnen. Und dahin haben wir noch eine Truhe, die ich aufschließen muss. Achso, was ich eventuell mal ausprobieren wollte, Shesago. Shesago? Ach verdammt. Wo ist denn Shesago hin? Da kommt er. Da kommt er, los, folge mir. Folge mir und spring hier hoffentlich drüber. Ne, der springt da wahrscheinlich nicht drüber, aber ist auch egal. Die Falle ist ja für die andere Richtung gedacht. So, ich müsste dem noch sagen können, dass er das knacken Falls soll hier. Falls jemand an uns anschleicht, kann ich ihn riechen. Oder vielleicht auch nicht. Wie kam ich nochmal in das Befehlsmenü rein? Musste ich nicht eigentlich nur einfach einmal länger gedrückt halten? Also die Ansprechtaste? Ne, anscheinend ja nicht. Ihr müsst was für mich tun. Shesago ist ganz Ohr. Aufschließen. Macht er das jetzt? Oder braucht er einen Dietrich für? Er geht auf jeden Fall hin. Ist das alles? Was der alles kann. Das heißt, ich stehe jetzt auch nicht mehr bei dem großen Gewissenskonflikt, ob ich als Magier Dietriche benutze. Ich schicke einfach Shesago vor. Der auch Magier ist, aber der nimmt das ja, glaube ich, nicht so eng. Der kämpft immerhin auch mit Einhandwaffen. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich vollkommen auf Magie beschränken. Boah, wenn ich das mal früher bedacht hätte, dann hätte ich das von Anfang an so gemacht. So, eine gute Frage ist jetzt in Gaiamunds Halle. Da müssen wir auch hin. Ein Stück fehlt ja noch. Da müssen wir das wahrscheinlich sogar noch irgendwo zusammensetzen oder so. So wie ich solche Spiele kenne. So, wir haben jetzt sonst noch irgendwelche Aufgaben, die kann ich mir mal auf der Karte anzeigen lassen. Eine ist ein Weißlauf. Ach verdammt, die wollte ich ja schon länger erledigt haben. Da sollen wir das Schwert des Roten Adlers finden. Und hier oben den Schrein von Asura besuchen. Also da weiß ich, da gibt es noch eine recht gute Belohnung. Da könnte man vielleicht mal demnächst hingehen. Aber ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt eher das Schwert des Roten, obwohl... Bis wir nach Rorikstadt kommen... Schwierig, schwierig. Erstmal gehen wir jetzt nach Weißlauf. Und da reden wir jetzt mit Danica. Es wird gerade auch, glaube ich, hell, so wie es aussieht. Und nachdem wir mit der geredet haben, weiß ich nicht so ganz. Ich möchte ja eigentlich auch mit der Dämmerwacht anfangen. Und vielleicht machen wir dann was anderes nochmal irgendwann anders. Aber im Moment sage ich mir eben eigentlich, Dämmerwacht wäre das nächste Größere, was wir machen. Ja, aber erstmal zu dir. Ich habe eine Lieferung von Idgroth, wer auch immer das jetzt war. Ich habe das schon wieder alles komplett vergessen. Joriks Schwester? Das arme Kind. Die Magie steckt dieser Familie im Blut. Und das ist nicht immer ein Segen. Ich danke euch dafür. Hier, eine kleine Belohnung. Besten Dank. Damit haben wir auch den Einwohnern von Jalmarsch geholfen. Oh, alles klar. Die können uns sonst nicht viel weiterhelfen. Nehmen wir nochmal so einen Segen beim Schrein. Öffnen aus Versehen das Magie-Menü. Und machen dann jetzt weiter. Ja, die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Ich weiß, ich weiß. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ich überlege halt nur gerade, was wir jetzt wirklich am besten als nächstes machen. Erstmal gehe ich zum Gemischtwarenhändler, bei dem kann ich nämlich nur mal ein bisschen Zeug verkaufen. Mal gucken, was der vielleicht auch noch für mich hat. Wahrscheinlich hat er nichts für mich, weil die sind zaubermäßig ja nicht ganz so gut bestückt. Ach, der hat sogar noch zu. Warten wir halt eine Stunde. Ach komm schon, ich habe doch sogar noch schon eine Stunde gewartet. Ja, ich nehme ja die Finger da weg. Was kann ich denn dafür, wenn der erst so spät aufmacht? So, verkaufen. Krimskrams, solche Sachen. Was haben wir denn Gutes für den? Wir haben... alte Nordpfeile. Amethysten haben wir, die können alle weg. Die Sachen behalten wir mal. Blasenpilz kann weg. Eigentlich können Zutaten ja generell weg. Hier alles weg. Auch die Fallmauern, Feuersalze. Obwohl, Feuersalze hätten wir, glaube ich, nochmal für die Atonarchenschmiede gebrauchen können.
Aber so dann halt nicht. Den Stab des Magnus müssen wir auf jeden Fall behalten. Der kann jetzt weg, haben wir festgestellt. Ja, komm, auf die 2 Gold verzichten wir jetzt einfach. Bitte komm. Und gab es hier noch einen anderen Gemischtwarenhändler? Ich glaube nicht. Obwohl, ich weiß gar nicht, was da oben noch so gehandelt wird. Na, da gucken wir vielleicht dann in der nächsten Folge rein, würde ich sagen. Und dann werden wir uns jetzt auch um die Dämmerwacht kümmern. Ich habe jetzt keine Lust, erstmal noch so kleine Aufträge zu machen, deshalb... Wir fangen mit der Dämmerwacht an und machen kleine Aufgaben vielleicht so nebenbei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.